Und per Skype zugeschaltet ist mir der Politikwissenschaftler Professor Emanuel Richter in Berlin. Herr Richter, wir haben eben zusammen mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Vorstellung des linken Wahlprogramms mitverfolgen dürfen. Wer hat sich da Ihrer Meinung nach durchgesetzt? Befürworter oder Gegner einer möglichen Regierungsbeteiligung nach der Wahl im September? Ich würde fast sagen, das ist an manchen Stellen noch offen. Also ich meine, es gibt so ein paar linke Alleinstellungsmerkmale jetzt in diesem Programm, wozu zum Beispiel sozialpolitische Themen gehören, Infrastrukturthemen und natürlich auch die außenpolitischen Themen, ja, Bundeswehr und NATO-Einsätze und Ähnliches. Aber es gibt auch vieles, was extrem gut anschlussfähig ist. Und man muss sich ja immer vorstellen, welche Koalitionsmöglichkeiten gäbe es überhaupt. Ja? Also insofern würde es hinauslaufen auf irgendeine Beteiligung mit den Grünen, vielleicht mit der SPD, vielleicht sogar mit der FDP. Und da könnten die Linken ja nur kleine Akzente setzen und würden zum Beispiel an vielen Stellen programmatisch auch mit den Grünen konkurrieren. Also das ist an vielen Stellen auch eine Identität mit grüner Parteiprogrammatik. Und von daher wird es schwierig, da in der Tat eigene Akzente zu setzen. Ja, da wollte ich gerade mal drauf eingehen. Wo sind denn die Alleinstellungsmerkmale der Linken? Das wurde ja mehrfach betont, das sind unsere Alleinstellungsmerkmale. Aber wenn man sich mal genauer in dieses Wahlprogramm hineindenkt, dann stellt man ja fest, viele Überschneidungen zur SPD, wenn wir über Mindestrente beispielsweise reden, viele Überschneidungen zu den Grünen, wenn wir über den Klimaschutz reden. Warum soll ich da überhaupt noch die Linke dann wählen? Es gibt so ein paar Akzente, die die Linken gesetzt haben in der Sozialpolitik. Also dieses Stichwort Mindesteinkommen, das wird von anderen Parteien vorsichtiger formuliert. Also insofern sind sie da ein bisschen forscher. Oder auch das Thema zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr, dass man sagt, überhaupt gar keine Tickets mehr. Das heißt also ein kostenfreier öffentlicher Nahverkehr. Das wurde jetzt ja auch im Wahlprogramm schon heftig und vor Beginn des Wahlprogramms heftig diskutiert innerhalb der Linken. Und das ist aber jetzt in der Tat so lange, bis die Grünen sich da noch mal positionieren, ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt so ein paar Akzente, die sie setzen können. Und man muss sich natürlich immer vor Augen halten, wenn die Linke eben in irgendeine Art von Koalition eintritt, dann kann sie da nur kleine Akzente an einzelnen Punkten setzen. Es ist ja so, dass eben ein Koalitionsvertrag verhandelt werden müsste, in dem eben linke Politik einfließt. Und linke Politik wäre aber vermutlich der kleinste Partner innerhalb von Koalitionen. Das heißt also, da kann nicht viel von einfließen und da kann erst recht nicht viel von verwirklicht werden. Also insofern sehe ich in der Tat große Überschneidungen, insbesondere mit den Grünen, aber auch tatsächlich mit der SPD. Und das macht den Wahlkampf schwierig. Vielleicht könnte man so sagen, im Osten Deutschlands, in den ostdeutschen Bundesländern ist das noch etwas einfacher als in den westdeutschen Bundesländern, weil da ja in den ostdeutschen Bundesländern die Linke immer schon große Akzente gesetzt hat. Aber im Westen der Republik wird es in der Tat ganz schwierig, da ein Alleinstellungsmerkmal kenntlich zu machen, was eben die Wählerinnen und Wähler überzeugt und wo man sagt, ja, da wähle ich eben nicht SPD, da wähle ich nicht die Grünen, sondern die Linken. Eine Frage bleibt doch noch, und zwar, das sind die Aussagen der Grünen zur Bundeswehr und auch vor allen Dingen zu Rüstungsexporten, aber auch natürlich insgesamt zur Frage, wie man sich überhaupt das Thema Militär, Rüstung, Auslandseinsätze der Bundeswehr vorstellen will. Und da hat die Linke ja ganz klar gesagt, keine Auslandseinsätze mehr. Das wäre ja absolut ein No-Go wahrscheinlich mit den Grünen und mit der SPD. Ja, das definitiv und auch das, was ja eben auf der Pressekonferenz diskutiert worden ist, die Reduktion des Verteidigungsetats um 10% stufenweise, wo ja in der Tat die Journalistenfrage, die berechtigte, gestellt worden ist, wann sind wir denn dann bei null? Das heißt, wir haben dann gar keinen Verteidigungsetat mehr. Also ich glaube, da hält sich die linke Partei auch noch ein wenig zurück und positioniert sich gar nicht klar, weil das gar nicht geht. Und man muss sich natürlich eine Koalition vorstellen, wo die Linken tatsächlich in die Regierung hineinkämen. Sie würden ja keinen Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin stellen, sondern sie würden andere Ressorts besetzen, vielleicht Gesundheit oder Agrarbereich oder Ähnliches. Das heißt also, sie hätten ganz, ganz geringe Chancen, sich da in irgendeiner Form durchzusetzen. Und ich glaube, im Hinblick auf deutsche Außenpolitik wird der Einfluss dieses linken Wahlprogramms
am geringsten sein im Vergleich vielleicht zu anderen Feldern, Sozialpolitik, Infrastrukturpolitik, vielleicht auch Ökologie. Soweit also der Politikwissenschaftler Professor Emanuel Richter. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne.